Und da ist der Gusor und wir sehen gleich was. Wir sehen gleich was, wir sehen gleich was. Es wird nicht mehr lange dauern. Holy shit, gute Nachrichten, eine neue Version ist verfügbar. Yeah, haben wir alle drauf gewartet. Ich habe es auf meinem Arbeitshandy schon installiert und somit weiß ich natürlich, was so geht, sage ich mal. Will euch da aber natürlich auch dran teilhaben lassen. So, geht natürlich ganz schön schnell hier bei der 50.000er. Ja, akzeptieren, bla bla blub. Das sollte nicht das Thema sein, die Zeit haben wir natürlich. Also wie gesagt, das letzte Update mit dem Luftfeger, ihr wisst es selber, war jetzt nicht der Kracher. Was ich aber richtig geil finde, also wirklich top, da könnt ihr euch auf die Schulter klopfen von Supercell, was ihr gemacht habt. Einfach, dass ihr das gesamte Spielsystem einfach noch ein bisschen besser macht. Also sprich, mit den Truppen, die ihr dann bauen könnt. Aber wir sehen es gleich. Also ich logge mich gleich wieder in dem großen Account ein und will dann eventuell auch noch was Cooles machen. Ich habe nicht viel Zeit, aber wie gesagt, normalerweise nehme ich, also das Video ist real, also 1.7. Normalerweise nehme ich ja zu dem Zeitpunkt gar nicht auf, aber ich dachte mir auch, ey, scheiß die Wand an, das muss sein. So, und da sind wir. Yes, yo. Also, wir haben richtig coole Sachen, sprich Verteidigung. Wir haben zweiten Luftfeger, oh, interessiert mich jetzt nicht wirklich. So, aber wir haben die dunkle Zauberspruchfabrik. Bam, Junge, die gönnen wir uns. Die gönnen wir uns richtig. Und zwar, logischerweise, hier tun wir die hier hin. Zack, bam. Und ja, wofür nimmt man die Gems? Kommt, Leute, ey, ihr wollt sehen, was damit los ist oder nicht? Komm, dann drücken wir den Button. Ja, komm, zack, bumm, weggejammt das Ding. Und wir sind auf Level 123. Bam. So, jetzt gucken wir hier rein. Was können wir bauen? Wir können momentan, das ist der Poison Spell, richtig? Der Giftzauber, den können wir bauen, der wird natürlich ausprobiert. Jetzt gucke ich aber mal, wie lange das Update dauert, aber ich hätte auch gar nicht genug Ressourcen dafür. Dann würde ich gerne den Earthquake Spell normalerweise auch hinterher setzen. Ich würde jetzt mal gucken. Boah, das ist so abartig viel und ich würde denken, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde denken, dass ich damit nicht mehr hinkommen würde, dass ich das machen kann. Aber ich will natürlich erstmal den Spell natürlich bauen, logischerweise. So, jetzt können wir hier auch einzeln eben auswählen. Das und das und das. Das ist mega tight. Gefällt mir richtig gut. Richtig. Okay, das haben wir. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Zwei, aber ich sehe jetzt gerade momentan nicht. Ach so, dann kann ich jetzt. Okay, klar, dann kann ich. Okay, verstehe. Ja, musste gerade bei mir ein bisschen Klick machen. Sprich, ich kann jetzt, weil ich die eben noch auf Level 1 habe, nicht mit noch mehr Spells zuballern. Geht halt leider nicht. So scheint mir das. Sonst hätte ich jetzt gerne noch einen geballert. Aber passt nicht. So, und braun. Jetzt gucke ich hier nochmal rein. Genau, so könnte ich. Okay, passt. Das ist mega geil. So, jetzt gucken wir aber nochmal. Was ist noch neu gekommen? Also, drei neue Zauber ist klar. Sollte jeder wissen. Also Geschwindigkeit, Erdbeben und Gift. Klar. Die sind alle mit dunklem Elixier. Auch soweit klar. Wie gesagt, erreiche jetzt Rathaus Level 10. Okay, ist für mich uninteressant wegen dem Drache Level 5. Der wird megamäßig splashen. Ihr habt es, denke ich mal, in den Videos gesehen. Finde ich geil, ganz klar. Bloß wie gesagt, für mich total Banane. Ab Rathaus 9 hilft der zweite Luftfeger. Der ist mir theoretisch auch total egal. Aber ich gehe wirklich davon aus, dass die wirklich in diesem Spielaufbau halt einfach wirklich nochmal was ändern wollen. Neue Ligen, wisst ihr auch. Aber ich bin der Meinung, die heißen jetzt doch ein bisschen anders. Eigentlich war das ja als Titan und auch als Legendenliga gemacht. Den Giftzauber würde ich gerne ausprobieren. Den würde ich auf jeden Fall gerne ausprobieren, alleine um zu gucken, wie es ist. Gucken wir nochmal, ob hier noch was. Ja, klar, hier könnten wir theoretisch so. Max Level, so. Den könnten wir theoretisch upgraden. Sobald das soweit ist, wird der auch abgegradet? Ja, auf jeden Fall. Der wird auf jeden Fall abgegradet. Und da habe ich im nächsten Video, muss ich mal gucken, auf jeden Fall noch was mit der Queen vor. Beziehungsweise, ihr seht noch die alten Videos vom Montag, logischerweise. Aber, aber ist halt
Noch. Also ich mache da natürlich schon neues Zeug, logischerweise. So, Liegen hatte Lichtlauch schon angesprochen. Wie gesagt, mit den Liegen halt ab 5000 ist. Also Champion ist in drei Teile geteilt, was ich auch geil finde. Und dann halt eben Legendenliga. Aber wie gesagt, die werde ich nie erreichen. Spielbalance, genau, ganz, ganz wichtig. Sehr geil in der Zauberspruchfabrik. Da gucken wir uns mal kurz rein, wie lange das dauert. Zack, 20 Minuten. Bin ich jetzt so falsch? Ich finde, das war zuvor auch nicht mehr, oder? Oder waren das 25? Boah, will ich mich jetzt nicht drüber kloppen? Echt? Bin ich jetzt gerade. Ihr seht selber, ich bin gerade so geflasht. Zusätzliche Zauber können jetzt in der Warteschlange gesetzt werden. Genau, also selbst wenn es voll ist, das macht natürlich auch Sinn. Alle Ressourcenlager sind jetzt. Klar, hier, ganz, ganz wichtig. Es sind aber nur die Lager. Lasst euch das gesagt sein. Also, sprich, wenn einer wirklich die Minen und Sammler drinne hat, könnt ihr die trotzdem noch blitzen. Ganz, ganz wichtig. Habe ich selber schon ausprobiert. Clan-Turniere dauern einen Monat, okay. Und mehr Spieler pro Clan können noch mehr Juwelen verdienen. Achso, ja, okay. Das ist für uns uninteressant, weil wir nicht in den Bereichen sind. Ausbildungskosten haben sich geändert. Da gucke ich gleich mal rein. Und greifen Mauern weniger oft unnötig an. Sehr geiles Ding. Sehr. Und guckt mal. Gilt auch für die Bogey Queen. Also ich sag mal, die wussten selber, was los ist und was nicht los ist. Klar, Trupp und Helden durchbrechen Mauern nicht mehr, um zu einem zerstörten Ziel zu gelangen. Sehr, sehr geil. Weil wisst ihr selber, der König rennt da lang, obwohl schon längst alles gekillt ist. Ihr Ziel nicht mehr auf unnötige Mauern. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Also mit den. Also klar, ich lese euch nochmal kurz vor. Also Mauerbrecher ändern das Ziel nicht nochmal, wenn die jetzt sehen, oh, es stehen zwei einzelne Mauern noch irgendwo. Bumm, Mauerbrecher rauf. Macht wirklich nicht Sinn. Sehr geil. Bei dem die Helden festhängen. Okay, hatte ich noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da noch nie einen Helden festhängen gehabt. Verbesserung der Nutzeroberfläche, das sehen wir gleich. Neue Ausbildung, Schaltflächen. Genau, das sieht man, das wurde ein bisschen gefixt, ganz klar. Man muss nicht mehr auf jede einzelne Kaserne klicken. In der Armeeübersicht kann man ansehen, anfordern. Genau. In der Ausbildungsansichten erleichtern jetzt Schnellansicht Reiter. Aber es ist leider noch nicht dazu gekommen, dass ich halt sage, ich will jetzt alles Boogies an ausbilden und fertig. Anstößige Chatnachrichten, ja. Okay, egal. Ja, das passt. Also, wie gesagt, das ist mega geil. Da sieht man halt wirklich klar, mit dem Spiel wird jede Menge Kohle umgesetzt. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber die sehen halt, gut, okay, komm, wir lassen uns das eben was kosten und fertig. So, jetzt bin ich fast der Meinung, ich jamme mir den jetzt einfach mal, vollkommen egal. Hier, jetzt seht ihr selber auch, ich konnte gleich wieder zwei bauen, obwohl ich ja eigentlich voll bin. So, den haben wir gejammt, das wollen wir uns natürlich angucken. Jetzt hoffe ich mal, dass wir eine volle Clanburg finden, wenn wir jemanden angreifen. Aber ein bisschen Loot will ich natürlich auch. Sieht geil aus. Also wie gesagt, auch alleine das Layout wieder ist natürlich wieder schön ins Gesicht. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, droppt jetzt nicht einfach so eure Blitze weg und sagt, ah, naja, sie bringen ja nichts mehr. Wie gesagt, sie bringen ja immer noch was, aber nicht mehr direkt aufs Lager. Nice Loot, Junge. Nice Loot. Da kriegt der Gegner Wut. So, jetzt aber auch genug gespammt hier. So, hier. Das ist natürlich echt geil. Ich glaube, ich werde hier zwar jetzt höchstwahrscheinlich nicht mal eine gegnerische Clanburg kriegen, weil der sieht natürlich relativ inaktiv aus. Aber dann ist es halt so, wie gesagt, Loot wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Und jetzt gucken wir mal. Beginnen wir mal von hier so ein bisschen rein zu rennen. Jetzt droppe ich mal zwei. Oder waren es drei? Egal. Gucken wir mal. Sehr gut. Der hat sich bis nach vorne durchgekämpft. Okay. Konnte man jetzt aber auch nicht immer sagen, dass sie komplett fail gelaufen sind, aber oft war es wirklich schon so. King hau ich mal noch nicht in den Ring. So. Na, wie gesagt, schade ist halt wirklich, dass jetzt der Giftzauber, dass ich ihn jetzt nicht wirklich benutzen kann. Aber ihr seht es gleich. Ich nehme gleich nochmal den Blitz, um hier wegzukillen. Jetzt nehmen wir die Riesen, die restlichen noch. Und jetzt hier kommt alle rein. Alle Mauerbrecher da. Der hat jetzt nicht. Ah, alle Mauerbrecher weg. Egal, böse Falle.
Jetzt wollen wir Ressourcen. Was macht der Bogi? Achso, ja, okay, der Bogi geht auf die Zauberspruchfabrik. King, geh bitte nicht draußen lang. Aber egal. Gucken wir mal, was wir hier so managen können, was wir in der CB drinne haben. Und dann, wie gesagt, werden wir die Blitze auf jeden Fall noch auf den Bohrer raufknallen. Und dann sollte das eigentlich ganz gut laufen. Ja, das machen wir jetzt schon. Eins. Achso, da kriegen wir sogar noch was Alex weg. Das ist cool. Dann hauen wir den mal so ein bisschen daneben. Jetzt könnte man noch das Gold nehmen, aber nee, ich will das Dunkle komplett hier. Die Gesamtschadenanzeige sieht auch ein bisschen anders aus. Die wurde ein bisschen minimiert. Finde ich cool, auf jeden Fall. Das gefällt mir. Und jetzt hauen wir hier nochmal einen Blitz rein. Jetzt machen wir hier erstens die 49 bzw. 50% machen wir, ganz klar. Und auch das Rathaus somit wieder 2 Sterne. Passt. Schade, ich konnte euch jetzt den Spruch nicht zeigen, beziehungsweise den Spell. Aber ist ja Spruch. Aber auf jeden Fall mega geil. Also meine Empfindung auf jeden Fall richtig cool. Sie sollte auf jeden Fall. Ah, gucken wir mal. 400. Nee, kommt, Leute, das ganz ehrlich, das erfahr mich. Und dann seht ihr morgen ganz normal ein Video, weil das ist jetzt irgendwo ein bisschen Quatsch. Bloß ich wollte sie auf jeden Fall haben. Ich wollte sie haben. Ich guck mal, ob ich jetzt noch mehr. Nee, ich kann wirklich nur die zwei. Beziehungsweise dann. Drei habe ich jetzt. Genau. Ich habe jetzt drei. Ich zeige mal auf dem Bildschirm. Totaler Quatsch. Aber okay, das läuft. So, das soll es dazu gewesen sein. Wie gesagt, also ich finde es mega geil. Wie findet ihr es? Also sagt ihr, oh ja, hier guck mal, es ist schon mega geil. Ich sehe, ich habe was im Upgrade hier in dem Bereich. Also die Kaserne ist nicht leer. Das ist schon mega geil. Also die denken sich wirklich schon was aus. Also das ist nicht einfach nur so, oh ja, komm, jetzt hauen sie uns was hin, dann können wir wieder ein bisschen Geld ausgeben und sowas. Finde ich nicht. Also das ist wirklich ziemlich nice. So sehen wir die komplette Übersicht. Was können wir machen? Der Held ist down gerade. Die Königin schläft. Einwandfrei. Eine richtig geile Übersicht. Gefällt mir mega gut. Also wie gesagt, geiles Update. Geiles Update auf jeden Fall. Mit dem Braun, ja, ich weiß noch nicht. Also da muss ich echt sagen, da werde ich jetzt eher auf Heal gehen. Da gehe ich auf Heal. Doch, das stimmt, die sind jetzt kürzer. Da habt ihr recht, also da hat Supercell recht. Das hat zuvor länger gedauert, glaube ich. Aber wie gesagt, dann gehe ich auf Heal. Auf jeden Fall. Aber Heal werdet ihr eh demnächst nochmal sehen. Aber wie gesagt, dazu gibt es dann morgen dann mehr. Aber das seht ihr dann in den nächsten Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt runter, wie findet ihr es? Also, was gefällt euch gut? Was ist total lame? Also einfach mal rein, ich will's wissen. Ihr haut rein und ich wünsche euch was.